Ja, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil mit einem Einblick auf Microsoft Forms. Was ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, war das Quiz. Mit dem Quiz können Sie Single- und Multiple-Choice-Tests einsetzen, und zwar für kleine Lernüberprüfungen, aber auch für Klausuren, das ist denkbar. Mit der Besonderheit, dass es eine Ergebnisanzeige gibt, sodass Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für ein Self-Assessment sich die Ergebnisse ihres Tests sofort anschauen können, ohne es aber noch einmal korrigieren zu können. Aber das hat den Vorteil, dass sie sofort wissen, wie sie in einem möglichen Test abgeschlossen haben. Ich gehe ganz kurz auf Microsoft Office 365, also die Startseite. Wir gehen hier auf Forms, und ich würde jetzt anlegen ein neues Quiz. Vielleicht ganz kurz zu den grundsätzlichen Einstellungen wieder. Das, was ich gerade gemeint habe, also das Self-Assessment, finden Sie in dieser Option, nämlich dass man die Ergebnisse nach dem Test automatisch anzeigt. Empfohlen, wenn Sie in offenen Umgebungen arbeiten, ist nicht, dass Sie dieses Formular beschränken auf Mitglieder Ihrer Organisation, sondern jeder, der diesen Link hat, kann antworten. Sie akzeptieren die Antworten, können Startdatum und Enddatum des Tests festlegen. Das ist gut geeignet für Situationen, in denen Sie zeitgebundene Tests durchführen wollen. Für das Quiz sehr interessant und für Single- und Multiple-Choice-Fragen ohnehin ein Standard, dass Sie die Fragen in zufälliger Reihenfolge anordnen können. Das wählen wir mal aus. Und das soll alle Fragen betreffen und Sie möchten von dieser zufälligen Reihenfolge keine Fragen aussperren. Auch das wäre etwas, was Sie definieren können. Daneben sehen Sie noch weitere Möglichkeiten, wie Sie über die Ergebnisse informieren können. Das wollen wir jetzt hier alles mal auslassen und einfach das Quiz einrichten. Also wir sagen, es ist eine Testumgebung. Und ich würde jetzt mal damit beginnen, Fragen hinzuzufügen. Sinn und Zweck von Single-Multiple-Choice-Tests ist, dass Sie eine Auswahl treffen. Und eine schöne Frage für die Einführung bei uns ist: Was ist ein Upload? Ganz kurz, das ist die Änderung des Stammvokals in den sogenannten starken Verben. Wenn Sie es starke Verben konjugieren, deswegen hier zunächst. Eine Antwortmöglichkeit wäre ein geänderter Stammvokal in der Flexion. Oder das lassen wir mal weg. Es soll ja nicht so offensichtlich sein. Das zweite wäre ein der letzte Vokal eines Stamms. Das ist vielleicht ein bisschen irreführend. Und jetzt noch eine Bonusfrage. Upload als Wort ist natürlich ein deverbales Substantiv. So, jetzt ist es so, dass mehrere Antworten in dieser Frage richtig sind. Das geben wir auch an. Und zwar, dieser ist richtig und diese ist richtig. Für eine sehr schöne Option für das Self-Assessment ist, das ist leider nicht der Fall. Ja, also es ist einfach eine unsinnige Antwort. Ich zeige Ihnen aber mal noch eine Option, die wir hier noch hinzufügen können. Was können wir sagen? Ein Upload. Ablativ. Nee, das kennt keiner. Wir lassen es mal dabei bestehen. Das heißt, Sie könnten auch noch eine alternative Antwort angeben. Wenn Sie das möchten, dann geben wir 5 Punkte für diese Aufgabe. Und jetzt, weshalb ich eigentlich Ihnen das zeige, ist, wenn Sie mathematisch mit mathematischen Formeln arbeiten, bietet Ihnen natürlich das Tool auch die entsprechenden Optionen an. Schauen Sie hier, wir arbeiten mathematisch und sagen, bitte lösen Sie diese Aufgabe. Und da ich ein schlichtes Gemüt bin, will ich es bei einer einfachen Aufgabe hier belassen. X ist gleich 7 mal 3. Und
Sie haben hier, bekommen Sie automatisch die Lösungen vorgeschlagen. Wir fügen hier einfach mal alle dazu. Das wäre die richtige Antwort. Wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler oder Ihre Studierenden in die Irre führen wollen, halt Moment, diese Antwort ist natürlich auch erforderlich. Wenn Sie die in die Irre führen wollen, lassen Sie mehrere Antworten zu und kreuzen noch andere an. Dann bekommen Sie Vorschläge, wenn Sie auf diesem Niveau weiter testen wollen. Das ist vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen für Sie sehr interessant, wenn Sie in der Grundschule zum Beispiel die Grundrechenarten abfragen wollen. Das möchte ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte Ihnen eigentlich zeigen, dass Sie, Moment, bitte lösen Sie diese Aufgabe, dass Sie noch ganz andere Möglichkeiten haben. Ich würde jetzt mal halt eine Gleichung hinzufügen. Und zwar mal die Wurzel aus 49, auch das ist, also die Quadratwurzel, auch das ist relativ einfach. Und möchte jetzt aber nicht sagen, dass er mir bitte diese Ergebnisse hinzufügt, sondern ich hätte gern eine Gleichung. Und zwar, Moment, da muss ich das nochmal ändern, ist gleich x. Oder wir machen so, x ist gleich, machen wir es mal so rum, damit wir das korrekt haben. X ist gleich so. Damit es zur ersten Aufgabe passt und würden jetzt sagen, x ist gleich 7 mal 1. Die nächste Lösung könnte sein, x ist gleich 3 mal, jetzt muss ich mir überlegen, 2 mal 3, das wäre 6, das wären 18. 18 minus 11 wären 7. Und Sie können natürlich gleichzeitig noch sagen, x ist ungleich 8. Ja, okay. Für den Fall wären mehrere Antworten richtig, nämlich exakt diese, diese und diese. 5 Punkte kann es dafür geben, allerdings nur, wenn man alle Antworten ankreuzt. Das ist eine sehr, sehr schöne Option hier. Sie sehen, jetzt haben wir ja drei Aufgaben, die wir hier abprüfen können. Geben dem Ganzen noch ein schönes Design und gehen einmal in die Vorschau. Ich würde im Übrigen wieder so verfahren wie beim letzten Mal, dass ich Ihnen diese Testumgebung in zwei Links in der Beschreibung zum Video zur Verfügung stelle, nämlich einmal zum selber ausprobieren und zum anderen, dass Sie das in Ihre eigene Sammlung übernehmen können und adaptieren können, auch wenn ich glaube, dass Sie da ausgerechnet mit diesem Test nicht so sehr viele Anregungen sich abholen können. Okay, Sie sehen, die Aufgaben sind jetzt in der zufälligen Reihenfolge sortiert und wir haben ja keine Aufgabe gesperrt. So dass natürlich ein Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern oder Studierenden, je nachdem, wo Sie diese Testumgebung einsetzen, eher erschwert ist. Denn es reicht nicht aus, zu sagen, erste Aufgabe, erste Antwort. Und dass die Aufgaben zufällig sortiert sind, können Sie ja offen lassen. Das heißt, das müssen Sie ja niemandem mitteilen. Insofern werden Sie sehr schnell sehen, wenn Sie zwischen diesen zwei Optionen changieren, also einmal mit fester Reihenfolge, einmal ohne feste Reihenfolge, ob und wer vor allen Dingen sich untereinander abspricht. Okay. Wenn Sie das Ganze mit dem Zeitlimit versehen, werden Sie auch merken, dass die Absprachen untereinander eher nicht erfolgen werden, weil man natürlich durch die Absprachen Zeit verliert. Gut, dann lösen wir mal die Aufgabe. Die Wurzel, Quadratwurzel aus 49 ist 7 mal 1 und nicht 8. 7 mal 3 ist 21. Ich gebe jetzt hier mal noch eine falsche Antwort an. Es ist 21, aber ich sage mal, das ist mit Sicherheit 62. Und ein Ablaut ist ein geänderter Stammvokal und ein deverbales Substantiv. Wir senden das Ganze ab. Und Sie erinnern sich, wir hatten die Option gewählt, dass die Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden sich die Ergebnisse anzeigen lassen können, ohne noch etwas an dieser Antwort zu ändern. Und können so in einem Self-Assessment sehen, an welcher Stelle sie falsch gelegen und richtig gelegen haben. Hier hatten wir uns für diese Antwort entschieden und der Rest scheint offensichtlich richtig zu sein. Und so haben Sie eine Möglichkeit, sowohl die Antworten einzuholen, das zeige ich Ihnen gleich, also das heißt, die Antwort wird gespeichert, wenn Sie dann darauf gehen. Moment, ich müsste das jetzt mal teilen.
Teilen. Jeder mit dem Link kann antworten. Geh mal in ein neues Fenster und fülle dies nochmal aus. Also bitte lösen Sie die Aufgabe. Sie sehen, jetzt sind die Reihenfolgen schon anders. Ich mache jetzt mal die richtig, die falsch und die nochmal richtig. Dann hätten Sie die Antworten, können sich die Ergebnisse anzeigen. Auch hier wäre es wieder so, dass eine Aufgabe falsch gelöst wäre. Und sehen jetzt, dass wir zwei Antworten haben. An diesen Antworten können Sie im Übrigen nichts mehr ändern. Und als Überprüfender haben Sie die Möglichkeit, hier die Antworten einzeln nachzuvollziehen, können jeden einzeln abprüfen und dann dementsprechend eine Bewertung posten. Ja, da ist es wiederum so, dass man relativ genau sieht, dass bei den einzelnen Fragen es unterschiedliche Antwortmöglichkeiten gibt. Sie sehen, hier sind auch nicht alle richtig beantwortet worden. Im Durchschnitt nur die Hälfte wird nur die Hälfte der Punkte erreicht. Das heißt, Sie haben noch eine ganz andere Auswahlmöglichkeit. Und hier ist es so, dass alle diese Antworten richtig gewesen sind. Auch das ist nochmal eine sehr schöne Querschnittsmöglichkeit, um sich die Ergebnisse, um die Ergebnisse auszuwerten. Und mit dieser Umgebung können Sie sehr, sehr gut in eine Testumgebung, also in den digitalen Test starten. Das ist eine sehr schöne Ergänzung zu den Freitextformularen in Forms. Und das zeige ich Ihnen jetzt vielleicht nochmal zum Schluss. Wenn Sie einen kombinierten Test bauen wollen, dann wäre es natürlich so, dass Sie jetzt auch sagen können, ich füge einen Test hinzu, eine Aufgabe hinzu und sagen, bitte erklären Sie mir kurz den Sinn des Lebens. Sie haben dafür 4000 Zeichen zur Verfügung. Sie erinnern sich, das lange Antwortfeld umfasst exakt 4000. Ja, es darf eine lange Antwort sein. Und an Punkten vergeben Sie hier, da wollen wir mal nicht knausrig sein, 10. Wäre das eine Freitextaufgabe? Und wir schauen uns das Ganze in der Vorschau nochmal an. Bitte erklären Sie kurz den Sinn des Lebens. Sie haben 4000 Zeichen dafür zur Verfügung. Eine schöne Erklärung für den Sinn des Lebens ist der Lore-Ipsum-Textgenerator. Und wir würden das jetzt hier einfügen. Ja, die Antwort ist zu lang. Halt. Wir haben das ja falsch definiert als Mathematikantwort. Das wollten wir gar nicht. Müssen wir mal zurückgehen. Das ist keine Gleichung, das ist ein Text. Ja. Und probieren das nochmal aus. Moment, hier können wir das 10.000 Punkte. So, ah, das ist ungünstig hier mit der Mathematik. Jetzt funktioniert es. Und kreuzen noch den Rest, also ein geänderter Stammvokal, der verbale Substantiv. Dann haben wir hier die 21 und das ist alles richtig. So, absenden. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Ergebnisse. Sie haben hier auf dieser Freitextaufgabe fehlen Ihnen natürlich jetzt die Punkte. Alles andere wäre richtig, aber mit der Freitextaufgabe ist es natürlich so, dass Sie die Antworten prüfen müssten. Wir gehen mal auf die letzte Antwort und sehen hier, dass die Aufgabe ist und jetzt könnten Sie hier die Punkte vergeben. Und damit ist diese Klausur abgeschlossen. Das heißt, Sie könnten in dem Bewertungsformular hier sofort die Punktzahl für die Freitextaufgabe vergeben und hätten damit dann eine sehr schöne Kombination aus Single, Multiple Choice und Freitextanteilen in einem Formular und könnten natürlich diese dafür auch ein Feedback vergeben, wenn Sie eine E-Mail-Adresse abfordern von den Teilnehmerinnen oder Sie drucken das Ganze aus oder posten die Bewertung. Aber wenn Sie das Ganze ausdrucken,
sieht es dann wie folgt aus und können das Ganze natürlich auch als PDF weitergeben und dann an ihre Studierenden und Schülerinnen und Schüler durchreichen. Ja, das ist die zweite Option des Microsoft Formulars. Also das heißt nicht nur die Erstellung von Formularen für Freitextaufgaben, sondern auch die Erstellung eines Quiz mit Bewertung. Und ich würde Ihnen diese Testumgebung, wie die vorher schon, der Beschreibung des Videos teilen, zum Nachvollziehen und auch das Formular selbst zum Teilen anbieten. Ja, in dieser Form, dass ich Ihnen diese beiden Links noch in die Beschreibung des Videos stelle. Ich hoffe, das ist Ihnen Anregung. Probieren Sie es ruhig mal aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht mit einem kurzen Überblick über Live-Survey. In diesem Sinne, Ihr Alexander Lasch.